Ah, guck mal, das sind Donuts. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Planet Coaster in Spielbärs Weihnachtswunderland. Und wir haben in der letzten Folge schon versucht, hier noch einen Shop reinzubauen. Das geht aber nicht, weil der wahrscheinlich hier einfach zu nahe dran ist. Hier an dieser Stelle können wir aber einen Shop aufbauen. Das heißt, ich lösche jetzt einfach mal diese zwei Dinger und das hier auch. Wir müssen da jetzt nämlich ein bisschen anbauen an dem Gebäude. Und zwar machen wir das jetzt einfach mal so. Wir bauen da jetzt einfach mal, genau, wir bauen da jetzt einfach mal diesen Bogen auf und dann bauen wir dahinter eine Wand auf. Oh nee, Moment, da machen wir eine Shop-Fassade. Genau so. Und dann bauen wir da rein einen Laden fürs Essen. Genau, da nehmen wir nämlich diesen Missy Gut, den wollte ich eigentlich beim letzten Mal schon platzieren. Genau, wunderschön. Kann ich den jetzt auch mit dem Weg verbinden direkt? Das müsste eigentlich gehen. Ja, aber ich müsste mal die Wege ein bisschen kleiner machen hier. Warum ist... Ach, wieso geht denn das jetzt wieder nicht? Weil der hier irgendwie oben platziert ist, nach oben. Das ist ja doof. Und das kann ich jetzt auch nicht... Ach, das ist ja wieder doof, weil der Weg hier zu nah dran ist, oder was? Ah, manchmal ist das echt, aber warte mal, ich müsste eigentlich das Problem lösen können, indem ich das ganze Gebäude an sich nochmal versetze irgendwie. Moment, das machen wir jetzt einfach mal. Genau, guckt mal. Da geht das jetzt nämlich. Trotzdem bringen wir das so nah wie möglich an den Weg ran. Street Fox Coffee. Genau, Street Fox Coffee. Und dann machen wir noch weiter. Genau, wir müssen jetzt hier natürlich noch eine Fassade drumherum setzen. Und zwar bauen wir hier eine Wand dran. Und hier hinten. Und dann brauchen wir da oben Pfefferkuchensäule. Ist auch cool, dass es sowas auch gibt. Pfefferkuchenausschnitt. Aha. Was es hier nicht alles gibt, meine lieben Freunde. Genau, wir setzen jetzt hier einfach so ein ganz flaches, spitzes Dach drauf. Das gibt es nämlich auch. Das hier müsste das sein, genau. Und dann hier vorne dran, einmal so ein Verandadach eigentlich. Huch, gibt es das? Wenn wir, warte mal, wir machen das. Genau, so machen wir das. Das muss ich jetzt allerdings mit X drehen. Gar nicht so schlecht, genau. So haben wir das nämlich auch ein bisschen kaschiert, dass das hier eigentlich nicht wirklich zum Gebäude gehört, dieser Teil. Dass das halt was Angebautes ist, so eine Anbaute, die da eigentlich nichts zu suchen hat. Und so meine ich das halt, das habe ich in der letzten Folge schon erklärt. Bei den ganzen Shops habe ich das so gemacht, bei den ganzen Weihnachtsläden hier auf dem Weihnachtsmarkt. Ich habe die existierenden Gebäude einfach so abgewandelt oder erweitert, dass ich da halt immer diese Shops dann einsetzen kann, wo ich das halt brauche. So, wir brauchen natürlich auch noch Zuckerguss. Genau, Zuckerguss, Zuckerdekor. Das müssen wir natürlich hier vorne auch einsetzen. Hier müssen wir das Ganze etwas drehen. Warte, dann nehmen wir mal den. Der ist ein bisschen... Ah, obwohl, nee, der passt nicht ganz. So, flupp. Flupp. Und einmal drehen. Genau. So, und dann noch hier oben brauchen wir auch noch. Wie viel... Da seht ihr mal hier, ne? Das ist ja auch hier dieses ganze Zuckergusszeug, dieses hier. Wie viel Einzelteile so ein Gebäude hat. Das ist schon echt krass. Also ich vermute auch mal, aus dem Grund wird das wahrscheinlich bald anfangen, ganz schön zu ruckeln hier an der Stelle. Weil einfach da so viele Einzelteile in diesen Weihnachtsgebäuden drin stecken. Das ist echt heftig, kann ich euch sagen. So, das sieht auch ganz nett aus eigentlich. So, genau. Und jetzt können wir das hier natürlich noch genauso verzieren wie da drüben. Das machen wir auch mal. Ich glaube, es ist auch besser, wenn ich das mit der langen Variante von dem Zuckerguss mache. Weil wenn ich das mit den kurzen Varianten mache, haben wir hier noch mehr. Und was ist das eigentlich? Was sind das da für komische Bohnen? Süßwaren, Geleebohne. Okay, oh, krieg ich gleich. Wisst ihr, wie ich gleich Hunger kriege, wenn ich sage Geleebohne? Das gibt's gar nicht. Ach, das gibt's hier nicht. Moment, das gibt's bei Szenerie dann aber, oder? Die muss es ja irgendwo geben, die Geleebohnen. Geleebohne, genau. Die Farbe müssen wir noch anpassen. Die müssen rot sein. Genau. So. Und dann machen wir das mal genau wie da drüben auch. Wir machen einfach eine Reihe.
Und dann duplizieren wir das Ganze einfach. Ihr glaubt gar nicht, wie ich gerade Hunger kriege, ey. Ohne Witz. Oh, die sehen auch so schön Gelee-mäßig aus, die Bohnen. Die Gelee-Bohnen. Das ist so lecker. Das sieht so lecker aus. Ich glaube, die Reihe hier, die muss ich noch ein Stück nach unten setzen. Ist zu weit oben. Das machen wir einfach mit X. So, und die Reihe hier auch. Mit X. Hä? Okay, warum ist der Pivot Point hier? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Egal. So, wunderbar. Dann können wir die Läden auch eröffnen. Lass ich mal hier die Zeit ablaufen. Obwohl, Moment, da fehlt doch noch ein bisschen was. Und zwar hier diese Zuckerstreifen, die fehlen hier noch. Machen wir das mal hier so hin. Und... Ah, das dreht er... Okay, Moment, das muss ich mit X drehen. 90 Grad. Ja, genau so. So liegt das auch richtig an. Ja, es liegt richtig an. Genau, wunderschön. Da haben wir zwei Läden aufgebaut. Zwei wunderschöne Weihnachtsläden. Ah, guckt mal. Das sind Donuts. Der Laden hier, der Missy Good. Missy Good. Das erklärt natürlich einiges. Aber das ist doch cool. Donuts zu Weihnachten. Donuts sind auch so voll lecker, ey. Ah, dieses ganze Gerede vom Essen. Aber Weihnachten ist ja zum Glück die Zeit des hemmungslosen in sich reinstopfens. Deswegen immer gib ihm. So, Parkverwaltung. Ich hatte ja gerade irgendwas mit Forschung gelesen. Genau, wir haben schon wieder so lange gebraucht für die ganzen Sachen. Wir haben schon wieder 1000 Achterbahnen hier erforscht. Cascade, das war die Wasserachterbahn, die Venedigbahn. So, ich lasse gleich nochmal weitere Forschungsprojekte durchlaufen. Das passt, glaube ich. So, genau. Wir brauchen hier eigentlich auch ganz dringend noch einen Geldautomaten. Aber den kann ich doch bestimmt da vorne ransetzen, oder nicht? Warte mal, Läden und Servicegebäude. Geldautomaten. Das muss doch gehen, ne? Hör mal. Kann ich den da nicht... Irgendwie passiert da gerade was Komisches. Warte mal. Zu Gebäude hinzufügen. Nee, das wollen wir jetzt gerade erstmal nicht. Kann ich den jetzt hier nicht einfach absenken? Ja. Ja? Ja, so. Es geht doch. Jawohl! Sauber, jetzt müssen wir nur, damit das nicht so scheiße aussieht, hier die Tür wegmachen. So, genau, perfekt. Haben wir da dem Gebäude auch einen entsprechenden Zweck noch verpasst. Das ist doch nice, oder? Da haben wir den Geldautomaten. Sauber. Ist doch so schön, ey. Also an dem Geldautomaten könnte ich den ganzen Tag Geld zapfen, wenn ich da so schön von so Toffifees und so umgeben bin und so von so Biskuitrollen. Dann hast du nicht gesehen, oh, ich krieg so einen Hunger. Ich krieg so einen Hunger gerade. Das glaubt ihr gar nicht. Ich muss mir gleich, wenn ich hier durch bin mit der Session, muss ich gleich erstmal mir irgendwas reindrücken. Irgendwie Gebäck oder so. Irgendwas mit Schokolade. Ich werde so eskalieren. Okay, egal. Wir müssen die Szenerie, beziehungsweise den Weg müssen wir noch ein bisschen verbessern. Wir brauchen hier noch Mülleimer und sowas. Festliche Mülltonnen bauen wir da jetzt mal auf. Ich finde das irgendwie, das sollen irgendwie Zuckerrollen sein oder sowas. Aber irgendwie finde ich, sieht das voll komisch aus. Sieht aus wie eingefärbte Reifen. Also ich habe für den Rest des Parks, habe ich eigentlich die Western-Mülltonnen benutzt. Weil die sich irgendwie ein bisschen dezenter einfügen. Diese Mülltonnen, die sind einfach so viel zu grell irgendwie. Ich finde die nicht so gut. Wisst ihr was? Ich mache die jetzt auch wieder weg. Die finde ich hässlich. Die sehen scheiße aus. So, dann nehme ich lieber die hier. Die sehen irgendwie mehr nach Weihnachtsmarkt aus. Die erinnern mich voll an so Weihnachtsmarkt-Mülleimer irgendwie. So. Müssen wir hier den ganzen Weg mit Mülleimern versehen. Damit die Leute hier nicht ihr Zeug einfach so in die Pampa schmeißen. Das wollen wir ja nicht. Die sollen hier schon den Park sauber halten. Wir wollen einen sauberen Vergnügungspark haben. Und immer auch schön bei den Ausgängen von den Fahrgeschäften die Mülleimer platzieren, weil die Leute sich auch vielleicht mal übergeben müssen. Boah! Heidewitzka, was ist denn hier los? Das gibt's ja gar nicht, ey. Guckt euch das mal an. Der absolute Wahnsinn. Wieso kann ich jetzt hier keinen Mülleimer setzen? Habe ich kein Geld mehr? Nee, Geld ist nicht das Problem gerade. Irgendwie kann ich auf der ganzen Länge hier keinen Mülleimer setzen. Wahrscheinlich wegen dem Gefälle. Das ist nicht so gefällig. Höhö. Höhö.
Oh Gott. Es tut mir leid. Schlechte Wortwitze. Ah, hier geht's. Immerhin. So, dann hier noch einen. Hier geht's wieder nicht, weil wahrscheinlich das Gefälle einen Strich durch die Rechnung macht. Hier geht's aber. So, alles klar. Dann, was können wir noch machen? Bänke auf jeden Fall. Bänke werden gebraucht. Da habe ich auch die hier benutzt. So. Da gehen keine hin. Hier geht eine hin. Nein! Da wollte ich keine hin haben. Wir einmal kurz verrutscht natürlich und sofort. Sofort schnappt das Spiel irgendwo anders hin. Da kann ich eine hinsetzen. Da kann ich eine hinsetzen. Da kann ich eine hinsetzen. Da. Da und da. Schön beim Geldautomaten, ne? Und bei den Läden. Wenn die Leute da sitzen können, da freuen sie sich nämlich. So. Weil sie dann nämlich Geld ausgeben können. Da freuen wir uns vor allem auch ganz wahnsinnig drüber. Hier kann ich wieder eine Bank hinsetzen. Hier brauchen wir ganz viele Bänke eigentlich. Weil hier auch gerade ziemlich viele Leute am Start sind. Wunderschön. Und Lampen brauchen wir eigentlich auch noch. Da habe ich eigentlich hier immer diese, ja, so viktorianisch aussehenden Gaslampen benutzt, weil das hat irgendwie sowas von eine Weihnachtsgeschichte, so Charles Dickens. Da sieht man das auch voll oft. Da gibt es auch eine coole Verfilmung mit Patrick Stewart. Mittlerweile merkt man der schon ihr Alter an, auf jeden Fall. Aber ist trotzdem ganz nice eigentlich. Und natürlich die Muppets-Variante ist auch immer ganz nett. Aber ich finde, die coolste Version von dieser Weihnachtsgeschichte ist immer noch die mit Bill Murray, hier die Geister, die ich rief. Die gucke ich mir jedes Jahr immer wieder gerne an. Die ist richtig nice, richtig lustig. Und ja, es war auch so ein bisschen von einer anderen Perspektive einfach erzählt. Dieser Scrooge-Spot ist doch einfach das Beste. Saurer Regen. Autobahnmörder. Internationaler Terrorismus. Jetzt mehr denn je müssen wir uns der wahren Bedeutung von Weihnachten zuwenden. Verpassen Sie nicht Charles Dickens' unvergesslichen Klassiker Scrooge. Ihr Leben könnte vielleicht davon abhängen. Oh, mein Magen knurrt jetzt auch schon. Ich weiß nicht, ob man das hören kann. So, das muss ich hier nochmal eindrehen. Das geht ja mal gar nicht hier. Sieht ja mal richtig doof aus, wenn die so komisch sich gegen den Weg verschwört, die Lampe. So. Jetzt können wir die Zeit auch ablaufen lassen wieder. Wunderbar, jetzt haben wir hier auch schön Straßenlampen aufgebaut. Jetzt sehen die Leute da auch was, wenn sie sich da lang bewegen. Weil, ihr seht ja auch, ich habe das ganze Licht ein bisschen dimmerig gemacht. Also ich habe nicht ganz Nacht eingestellt, weil dann ist es auf YouTube auch ein bisschen zu dunkel, habe ich festgestellt, wenn man die komplette Nacht einstellt. Aber so ein bisschen so die halbe Stunde, bevor die Sonne komplett untergeht, habe ich jetzt eingestellt. Es ist 17.30 Uhr, ja, ist jetzt hier fest eingestellt als Uhrzeit. Ne, 17.40 Uhr, genau. Und das ist so ein bisschen, das geht eigentlich so vom Licht noch. Da kann man noch genug erkennen, aber es ist trotzdem immer noch so mehr so eine Weihnachtsmarktstimmung. Boah, wie sie sich hier anstellen, ey, der Wahnsinn. Guckt euch das mal an. Kein Wunder, dass wir so viel Knack kriegen auch gerade. Nice. Wunderschön. Da ist es noch an der Zeit, hier noch ein paar Läden aufzustellen, würde ich sagen. Und da die Leute ja vor allem dann hier rauskommen... Auch vor allem hier wegen dem Karussell. Wie ist denn das eigentlich eingestellt? Wie viel... Wartet mal, das können wir mal erhöhen hier mit dem Geld. Und dann können wir hier noch ein paar wunderschöne Läden aufstellen, würde ich sagen. Und zwar würde ich gerne ein paar Geschenkeläden aufbauen. Oder Souvenirläden, besser gesagt. Hier gibt es übrigens einen vorgefertigten Weihnachtsmarkt. Aber das machen wir nicht. Wir machen unsere eigenen Gebäude. So, dann schaue ich mal. Hier gibt es leider keinen vernünftigen, vorgefertigten Weihnachtsmarkt-Souvenirladen. Das heißt, ich baue jetzt einfach mal wieder angepasste große Gebäude. Genau, was nehmen wir denn da? Dann nehmen wir mal das hier. Ein festliches, großes Haus. Ja, da kann man richtig schön Läden reinbauen. Passt mal auf hier, meine lieben Freunde. Wie super das wird. Machen wir das mal so. Genau, das war, glaube ich, auch das Szeneriegebäude, das ich verwendet habe für die Achterbahn da oben. War das das? Ja, das war das, genau. Und dann machen wir kurz Pause. Hier setzen wir jetzt mal noch Läden rein.
Und da löschen wir mal hier als erstes die Front. Ah, das kann... Ah, okay. Ja gut, dann müssen wir die ganze Fassade löschen hier. Also das hier, diese ganze Gestaltung. So. Löschen wir das Fenster. Dann machen wir hier nämlich Shop-Läden, also Shop-Fassaden rein. Läden und Servicegebäude. Souvenirläden. Ein Looney Boons, also so ein Ballonladen ist das. Und dann ein Hats Fantastic. Hats Fantastic. Und dann können nämlich die Leute da Hüte und Ballons kaufen. Und wer möchte nicht zwei Läden nebeneinander haben, wo er Hüte und Ballons kaufen kann? Ohne Witz. Sinnlos Geld ausgeben, meine lieben Freunde. Das ist der Wahnsinn. Pfefferkuchen. Und dann können wir nämlich hier jetzt noch Shop-Fassaden einsetzen. So. Wunderschön. Und dann haben wir hier auch noch ein bisschen was von der Gestaltung. Oh, das sieht so lecker aus. Diese ganzen Bonbons. Mann, ich habe so einen Hunger jetzt. Ey, wirklich, ich habe wirklich Hunger jetzt. Das ist unglaublich. So, wir brauchen noch einen Mülleimer. Schön hier an der Kante. Und dann würde ich sagen, hier bauen wir auch noch einen Shop rein, an die Seite. Was können wir da noch, was können die Leute da noch gebrauchen, ist die Frage. Machen wir mal das weg, die Deko brauchen wir nicht. Welche Art Shop können die Leute da noch gebrauchen? Toiletten! Toiletten, genau. Da haben wir hier noch gar keine in dem Dreh. Ah, wo sind sie? Wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. Das passt doch super da rein, guckt mal. Das ist doch nice. So, jetzt müssen wir das Ganze nur mit dem Weg verbinden. Mal gucken, so ein bisschen eher so schräg, würde ich sagen. Geht es? Ja, es geht. Passt alles. Wunderschön, wie ich finde. Und wenn wir jetzt hier noch eine Straße hinbauen würden, könnten wir hier an die Seite auch noch Shops einbauen. Das ist eigentlich ganz nice. So, die Läden müssten eigentlich genormt sein. Ja, genau. Der müsste auch genormt sein. Was ich hier bei dem Hats Fantastic nicht ganz verstehe. Warum habe ich denn hier Hüte, die ich noch nicht verkaufen kann? Weil ich würde gerne den Leuten Rentierhüte und Elfenhüte verkaufen. Aber irgendwie geht das nicht. Die sind irgendwie blockiert. Muss ich da irgendwie... Vielleicht muss ich da Missionen machen, Szenarien abschließen. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Wenn ihr das wisst, könnt ihr mir das mal schreiben. Das würde mich mal interessieren. Wie komme ich an den Elfenhut und an den Rentierhut? Würde mich mal interessieren. Das würde mich mal ganz, ganz brennend interessieren. Boah, ey, eigentlich bräuchten wir hier noch mehr Shops. So viele Leute wie da langlaufen. Ist schon krass. Hier ist gerade noch ein bisschen tote Hose. Wir müssen hier die Leute noch ein bisschen herlotsen. Das heißt, wir brauchen an sich eigentlich hier noch eine Attraktion. Die hier vielleicht idealerweise auch ihren Eingang hat und hier den Ausgang. Würde ich mal sagen. Also wir brauchen noch ein Fahrgeschäft, so oder so. So, was können wir denn da noch aufbauen? Was ist denn, was gibt es denn hier noch so Weihnachtliches? Genau hier, dieses Weißhorn, diesen Kirmes-Ding. Kirmes-Attraktion. Den bauen wir jetzt hier mal auf. Schön nah am Weg ran. Genau. So. Wunderbar. Das ist hier voll Kirmes. Genau, bauen wir den Eingang hier hin. Warte mal. Eher so. Und den Ausgang, den bauen wir da hin. So. Eingang mit Weg verbinden. Obwohl, nee, warte mal. Den Ausgang möchte ich nochmal umplatzieren. Hallo? Jetzt Ausgang platzieren. Den machen wir gleich mal so, dass er hier ein bisschen näher dran ist. Hä, wieso geht denn das jetzt nicht? Ach, wegen dem Gefälle. Ih, was ist denn das für ein Gefälle hier? Das sieht ja voll scheiße aus. Wartet mal, das geht so nicht. Oh, wir sind auch voll nah an der Map-Grenze hier schon dran. Ne? Ich muss mal hier den Boden irgendwie einebnen. Irgendwie ist da... Das sieht auch ganz gut aus. Ja, das ist trotzdem noch ein leichtes Gefälle. Egal. Platzieren das jetzt. Weißhorn, wo ist er? Da. Dann machen wir das.
Ich hoffe, das klappt jetzt. Schön nah an den Weg ran. Eingang platzieren. Ausgang platzieren. Eingang mit Weg verbinden. Oh, ja, ist doch noch ein ganz schönes Gefälle hier an der Stelle. Das müssen wir doch auffüllen können hier. Wartet mal, das ist jetzt aber komisch. So, auf Fundamenthöhe. Genau. Warum geht denn das jetzt hier wieder nicht? An der Stelle. Ach so. Wenn wir das glätten? Ja, wenn wir es glätten, müsste es doch eigentlich halbwegs funktionieren, oder nicht? Wie da immer diese blöden Löcher zurückbleiben. Die sind voll doof, die Löcher. Glätten. Müsste aber, eigentlich müsste das da gehen. Ansonsten muss ich den Eingang irgendwie noch nach hinten verschieben und dann da drumrum bauen. Ja, ihr seht, da kann so viel schief gehen teilweise auch beim Bauen. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, das geht, das geht, das geht. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Alles ist okay. Ah, Moment, ich hätte das gerne noch ein Stückchen weiter nach hier vorne. Genau so, perfekt. Da haben wir nämlich auch eine halbwegs lange Warteschlange, die nämlich auch wieder hier an dem Gebäude vorbeiführt. Das heißt, wir haben wieder eine hohe Warteschlangenbewertung, richtig? Richtig. Ohne, dass wir irgendetwas tun mussten eigentlich. Das ist ganz nice. Und so kann man nämlich die Shops als Szenerie für die Warteschlangen nutzen. Und das ist ja beim Weihnachtsmarkt ganz wichtig, weil ein Weihnachtsmarkt hat ja auch nicht unendlich Platz, ne? Genau, so, dann machen wir das hier. So, dann brauchen wir noch den Premium Pass. Premium Pass Eingang. Premium Pass Ausgang. So, hier schön mit dem Pflasterstein als Skin. Wunderbar, wir haben sogar einen Premium Pass Eingang. Nice. Alles hat hier Platz. Muss alles schön kompakt sein, weil das macht ja einen Weihnachtsmarkt auch aus, ne? Dass es alles schön kompakt ist. So, Vollbesetzung. Den Preis erhöhen wir mal gleich auf 7 Dollar. Und dann eröffnen wir das. Wunderbar. Das ist echt voll das Kirmesgebäude. Ohne Spaß. Das ist echt das Kirmesgebäude schlechthin. Mehrere Läden haben keinen Verkäufer. Das ist übrigens normal. Das ist nämlich, wenn die in ihre Personalräume gehen. Dann gehen die natürlich aus dem Laden raus. Deswegen sollte man darauf achten, dass man möglichst viele Personalgebäude möglichst in der Nähe von den Shops aufbaut und dass die auch eine hohe Kapazität haben. Und idealerweise auch gleich einen Bonus. Ich mache dann immer Freizeitclub, weil dann sind die Mitarbeiter nämlich immer besser gelaunt, wenn sie da ihre Pause nehmen. Man hat hier noch andere Dinge zur Auswahl. Ich soll das auch übernehmen, natürlich. Das ist immer so ein bisschen doof. Man muss das nämlich hier dann bestätigen, weil da muss nämlich Geld ausgegeben werden dafür. Genau, medizinische Versorgungsmitarbeiter bearbeiten sich nicht so schnell. Unterhaltung fürs Personal. Mitarbeiter fühlen sich nicht so schnell unterfordert. Mitarbeiter mit diesem Bonus werden schneller zufrieden. Lernmaterialien, da lernen sie schneller dazu. Sicherheitsbüro, Sicherheitspersonal mit diesem Bonus hat eine höhere Chance, Auffälligkeiten zu bemerken. Und PR-Kurs, Animateure und Verkäufer mit diesem Bonus machen die Besucher, mit denen sie interagieren, noch zufriedener. Das wäre natürlich auch eigentlich ganz nett, aber mir ist es irgendwie, das Wohlbefinden meiner Leute liegt mir irgendwie mehr am Herzen, muss ich sagen. So. Jetzt muss ich mal gucken, wie sieht es eigentlich aus beim Personal? Sind die denn auch alle glücklich? Die Entertainer sind nicht wirklich glücklich. Dann geben wir denen mal noch ein bisschen mehr Gehalt. Das ist jetzt so meine beste Steuerungsmöglichkeit, wenn ich denen einfach ein bisschen mehr Geld zahle. Die Hausmeister sind alle zufrieden. Und ihr seht jetzt auch, wenn ich hier nämlich die Ausbildung starte, ne? Dann seht ihr auch, passiert das nicht sofort, dass ich da den Punkt bekomme. Nein, der muss jetzt erst in ein Personalgebäude gehen, der Typ. Und dann findet erst die Ausbildung statt. Vorher passiert da gar nichts. Oh, hier müssen wir eindeutig nochmal ein bisschen die Leute ausbilden. Und wir müssen denen hier mehr Geld zahlen. Das sind nämlich die neuen, die wir jetzt angestellt haben, die neuen Verkäufer. Denen geben wir mal gleich Ausbildung und mehr Geld. Weil die nämlich sonst ausrasten. Gerade auch die Verkäufer, die eine hohe Arbeitslast haben, die müssen auf jeden Fall eine Ausbildung bekommen, damit die die Arbeitslast aushalten. Genau, so, aber sonst ist eigentlich alles gut. Wunderbar. Hä, hier ist der dicke König Coaster hier, King Coaster. Ich sehe dich noch.
Ich kann dich noch sehen. Du bist zu dick. Du kannst dich nicht im Personalgebäude verstecken. Der dicke King Coaster. Mal gucken, wann er rauskommt. Szeneriebewertung. Je besser deine Personalgebäude aussehen, desto eher fühlt sich dein Personal geschätzt. Ah, okay. Na gut, da könnte man ja theoretisch auch noch ein paar Zuckerstangen platzieren, ne? Der Coaster King ist drin. Sehr schön. Ja, da müsste man ja eigentlich noch ein bisschen was hinzufügen an den Personalgebäuden. Ein bisschen Szenerie. Damit die sich da ein bisschen wohler fühlen noch. Ah, guckt mal hier, der Weißhorn. Der lockt jetzt auch Besucher an. Jawohl, jetzt haben wir hier auch schöne... Hier sehen wir jetzt, hier sind jetzt gerade keine Mitarbeiter drin. Weil die jetzt hier gerade... Es steht dann immer dieses Schild. Versi Venchu. Bestimmt französisch, vermute ich mal. Heißt bestimmt, ich bin gleich wieder da. An dieser Stelle ist jetzt erstmal wieder diese Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Planet Coaster. Und dann, ja, machen wir hier nochmal weiter. Ne? Wir haben ja jetzt noch ganz viel, was wir hier noch bauen können. Gibt es bestimmt auch noch tolle Sachen. Da gibt es nämlich so eine Schlittenachterbahn. Die finde ich auch ganz cool. Was heißt Schlitten? Das ist eigentlich keine Achterbahn, das ist mehr so eine Schlittenbahn. Aber egal. Bis zur nächsten Folge Planet Coaster. Bis dann, ciao, ciao.